DGW vor Hitler 2016. So. Make Deutschland great Ihr dürft würfeln. Deutschland! Erstes muss ein Wahlkampfspruch Make das ist Deutschland great Land. Again. Würdest du bitte jetzt würfeln? Schlamm! Du bist hier in meinem Land. Yay! Gib! Ah! Inkompetent. Und jetzt bitte einmal kurz alle leise sein, ja? Bitte. Warum? Weil ich die Antwort machen möchte. Okay. Telefonieren? Hallo, gib dir gleich telefonieren, Mann. Du schenkst mir ein Telefon? Geil. Ja, ich geb dir ein Telefon. Schieb dir das nämlich ganz tief rein in dein Popoloch. Und damit herzlich willkommen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Secret David. Und wer ist wohl David? Tigabin. Okay, ich bin jetzt David. Alles klar. Haben wir schon Hallo sagen müssen? Mit denselben Spacken wie vorhin. Mit anderem Hitler hoffe ich dieses Mal. Weißt du, kommen die Folgen an einem Tag? In der letzten Folge hieß es in der Anmoderation, das sind die gleichen Leute wie im ersten Part. Jetzt sind wir schon die gleichen Spacken wie beim letzten Part. Nein. Ja, ist ja wahr. Die gleichen Spacken in der Einzahl und wir außer Tiger, wir sind halt auch dabei. Ja, genau. Ich wette, die Leute werden einfach vom ersten Teil zum zweiten Teil keinen Unterschied finden. Ja. Ja, meinst du? Na, Ganesh ist auf einmal scheiße, Mann. Das ja, okay. Aber jetzt nicht so voll aufhört, ey. Du hast gesagt, du nimmst es auf deine Kappe. Nein! Hast du mich verhört? Bevor es weitergeht, könnt ihr jetzt noch einmal kurz wegschauen, wenn ihr nicht wissen wollt, wer ist. Und die anderen können natürlich hinschauen. Und ab jetzt steht das dann da. Wer ist? So, ne? Also könnt ihr halt. Ansonsten könnt ihr natürlich mitraten, ne? Immer gern. Und jetzt könnt ihr auch wieder hinschauen. Jetzt ist es nicht mehr zu sehen. Und es geht weiter. Da Tobi will jemanden aus. Darf ich? Okay. Ja. Ich nehme mal den Ben, weil... Wer ist so vertraut für dich? Wie hoch ist die Chance, dass er wieder Hitler ist? Ja, und jetzt ist er scheißegal. 1 zu 6? 7. Alter, geht ihm ja auf den Sack, ey. Das ist unfassbar. Es gibt 7 Päckchen, die man am Anfang... Markus, willst du wählen? Ja, er ist einer aus. Markus! Aber es gibt 6. Ja, nicht brüllen, nicht brüllen, nicht brüllen. Wer immer jetzt brüllen will, nicht brüllen. Egal, was ich Alles klar, Markus. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Uns. Ja, alles klar. Wenn Ben das macht, ist es voll okay, aber wenn es Markus macht, alles klar. Nee, Markus ja, macht es nicht. Ja, Markus hat einmal als Liberaler geworden. Oder nicht, was nicht. Bei Ben erwartet man es ja, da ist ja Hitler, wenn er Ja wählt. Ben! Ich werde keine einzige Hitlerrunde mehr gewinnen in meinem Leben. Ja. Gut erkannt, David. Weiß, ja, echt mal David. Ich bin auch stolz auf mich. Was geht's? Echt? Also wenn das alles ist, wo du drauf stolz sein kannst. Oh. Na gut. Soll ich mich jetzt erstmal hinsetzen und mir einen Burn überlegen, Moment. Ja. Du könntest doch einfach dich hinsetzen und deinen Scheißmaul zubinden. Und nicht mehr auf den Keks gehst. Ey, was bist denn du jetzt so? Du gehst mir auf den Sack, das ist alles. Nicht umdreht. Ja. Du musst drehen. Ich weiß aber... Sie sind dann dort zwischen den anderen Karten versteckt und ich drehe dort die anderen Karten. Oh, gib sie dir außen hinter, zieh sie nicht dahinter. Du hast eh zwei Fehler. Oh Leute. Ich hab mal die Wahl gelassen. Ich hab die falsche Karte. Nee. Ich hab ja. Rot und eine blaue und habe ihm die Wahl gelassen. Ja, nein. Den Ben nehmen wir nicht mit, das ist ein Noob. Er ist so geil. Och, nee. Ben, ihr wollt mich doch mal. Er ist so geil, soll's. Alles klar. Hätte er das auch geklärt? Okay, also Tobi ist Fascho. Scheiß schon. Weiter geht's. Ich? Wieso Tobi? Was hat er gemacht? Ach, die Ben. Stimmt, Ben. Scheiße. So, ich möchte die Rennische abfacken. Oh lol, er muss ja noch gewählt werden. Halt. Tja, dumm gelaufen, du Spacken, ey. Da würde ich jetzt meine Karte wieder zurücknehmen. Hat die und falsche Karte gewählt. Klar, ey. Das ist aber auch nicht passiert hier. Ja, TGW ist ja lustig. Ja. Ist nicht lustig, ich will nicht von dem Arschloch gewählt werden. Also ich habe übrigens einen Liberalen und einen Faschisten gehabt.
Du meinst eher Moment, was bin ich eigentlich für eine Rolle? Hitler, okay. Bitte. So. Hast du 10 damit besiegt, Hitler? Passt. Los. Ja. Jetzt kannst du auch die Blow weglegen. Aus Versehen natürlich. Natürlich. Alles passiert ja aus Versehen. Jetzt kann Ganesha die falsche Karte legen. Es gibt keine Zufälle. Nur. Regel 9, es gibt keine Zufälle. Hashtag NeveCS Zitat. Hattest du die Wahl? Natürlich hatte ich die Wahl. Ja, natürlich hatte die Wahl der Wahl. Kommt drauf an, ob er Fascho war oder nicht. Ob es ihn gequält hat. Er ist ja immer Fascho. Ja, wenn das nicht. Ivario! Das ist eine Decke. Und Steve, willst du vielleicht anwesend sein? Ich bin voll da. Wir haben noch kurz seinen Simsela fangen müssen. Ja, mein Simsela, weil ich Pokémon Go spiele. Weil du es nicht kannst. Wer ist denn unwichtig? Ich! David, ja, aber der da kann nicht geheilt werden. Ich! Oh. Also wenn er nur unwichtig ist, dann bin ich das. Hat meine Mami auch immer gesagt. Ist es eine Liberalenkarte? Markus! Markus! Könnt ihr bitte aufhören, da und wegzugehen? Scheiß TKW. Finde ich halt nicht okay, sowas. Einfach mal Tobi zu nehmen. Er ist ja nicht vertrauenswürdig. Ivarion! Ich bin voll dabei. Alter. Da kommst du. Einmal noch und du bist draußen. Markus, du brauchst nicht reden, du warst auch noch nicht da. Weil ich bin schon da, ich passe dich drauf. Das erklärt die erste Runde. Ja, okay, das macht's besser. Ich als Feminist darf mir Zeit lassen. Als Feminist, ey. Der Kenneth. Alles klar. Welche Farbe ist denn die von den Feministen? Oh Mann. Vagina Pink. Oder so. Ja, nein, ich habe ihm Tobi die Wahl gelassen und er hat echt die blaue gelegt. Bin ich jetzt blutliberal, weil ich habe Benny auch die Wahl gelassen und eine rote weggelegt? Ja, ich habe leider die falsche weg. Nein! Er hat doch schon gesagt, dass er das gemacht hat. Michael, ich finde, du nimmst jetzt mich. Ja, oder mich? Ja, dann fangen wir doch mal an. Wir machen jetzt einen Wahlkampf. Ja, Ganesha, was spricht für dich? Ich habe schon eine blaue gelegt. Er ist für den Weltfrieden. Er hat dafür gesorgt, dass er die blaue legt. Weil ich ihm die Wahl schön. Ganesha, eine einfache Frage, ja? Was ist deine Meinung über den Osten? Der Osten? Oh, der Osten ist wundervoll, vor allem Russland, also, ey, glaub mir. Osten, wundervoll da. Reden wir nicht über den Osten, reden wir doch lieber über die Kinder in unserem Land. Ja, die armen Kinder, die haben... Scheiß auf die Kinder in unserem Land. Ich will Kanzler werden! Siehst du den potenziellen Leben? Ja, das halt, ich kann mich durchsetzen! Jetzt gib mir die Scheiß. Kannst dich durchsetzen, du schreist einfach nur. David, ich warte bis du. Scheiß auf die Kinder? Ja. Nein, so alle beleidigen und ich bin der Nein, Person. Nein, halt, stopp. Es ist ja halt stopp, David, halt zu neu jetzt. Nein. Du bist mir viel zu sehr auf den Sack gegangen, gerade David. Vetternwirtschaft hier. Ja, das ist einfach nur die Fresse halten. Tobi! Ah, Onsti! Günther. Könnt ihr aufhören, AFK zu gehen? Das ist echt so, das ist echt nervig. Das geht ja nicht. Geht ja nicht, ja, als Maul. Ja, wir gehen ja eh nicht. Ja. Wir sitzen, oder? Ja. Sitzt ja nicht. Ja, bei mir hast du nur eine gezogen. Ja, wenn du mit der Maus über die Karten hältst und dann... über deinen... Ja, interessiert kein Machet. ...Buchstaben eine 3 drückst, dann ziehst du direkt 3 Karten. Krass. Alter. Wow, das werde ich nie verwenden. Ja, ich wollte es auch nie verwenden, aber ich war gerade viel zu faul. Super dreimal Idee. Zu. Super Idee. Zwei Rote bekommen. Hallo, ich hab dir die Wahl gelassen. Alter, was laberst du schon wieder? Willst du mich jetzt verarschen? Michael. Alter, ohne Witz, was soll das erst denn jetzt? Erstmal der ist ja trustworthy, ne? Ja, der ist ja nicht falsch. Alter, David schon mal an Michael gedacht? Was ist, wenn er lügt? Ja, ist klar. Das gibt's nicht so, es gibt ist klar. Der Michael war in dem Fall der Ausführende sozusagen. Ja, und? Ja, jetzt rege ich mich bei ihm auf. Du kannst ja nichts dafür, dass du gewählt wurdest. Ja, eben. Soll ich mich bei dir aufregen, dass du gewählt wurdest? Alter, wie kannst du nur gewählt werden, du Arschloch?
Er hält sich ja bei sich selbst nein. Ich wähle Koks, oder? Ich wähle Koks. Wenn du auch nein willst und den anderen auch. Er hat bei mir eben nein gewählt. Ich hab nein gewählt. Und wenn er auch drei gegen vier, das hätte nicht gereicht. Ich wähle Koks und los. Halt, so, ja. Haben wir schon wen angeschaut? Nein, ich hab das umgedreht, Alter. Genau, Michael darf noch wen anschauen. Lol. Ja, aber bei mir aufregt er sich auf Kabel und Ding sehen, weil keiner mit dir seid. Nee, alle Wurst. Markus, du musst das wieder reinholen, die. Das Kartel. Hol ihn wieder rein. Ansichtssache, aber. Du musst. Ja, genau, danke. So, TGW, wen willst du anschauen? Oder? Achso, stimmt, ich darf ja gucken. Ja. Guck mal, gleich in der Nähe. Nein, schau ihn nicht. Doch, schau ihn! Doch, nein, jetzt will ich nicht mehr geschaut. Von dem will ich jetzt nicht geschaut werden. Entweder proven oder ihn proven. Das ist aber Schwachsinn. Er sagt auf jeden Fall, dass er fasch ist. Ja, es ist echt so. Ja, wenn ich bei ihm weiß, dass es fasch ist. Es ist überhaupt nichts geproved, sondern er sagt, er ist liberal, könnt ihr genau. Eben, laut Michael bin ich sowieso fascho. Ja, deswegen ist es bei ihm. Deshalb macht es keinen Sinn. Genau. Ich will jetzt deine Karte sehen. Okay, ich habe jetzt gleich. Ich habe jetzt gleich Gewitztheit. Was hast du gleich? Gewitztheit. Ja, okay, du bist liberal. Sag, okay, ich habe doch keine Gewissheit vergessen. Das heißt, ich kann nicht. Ja, toll, jetzt wissen wir, dass Michael entweder Fascho ist oder. Das oder nicht. Warte mal, pack das mal kurz weg. Ich muss oder dass ich Fascho bin. Das ist nicht Hitler. So. Jetzt kommen wir weg. Da. Er hat bei mir eben Nein gewählt. Kriegt er zurück. Ich hab vielleicht gewählt. Und was hast du gemacht? Du hast der Rote gekriegt. Also jetzt selber schon leise. Ja, weil ich zwei Rote bekommen habe vielleicht. Das war vollkommen legitim, dass ich Nein gekriegt habe. Ich hab das predicted, ja, Alter. Ja, voll legitim, predicted, ey. Junge. Was predicted, Digga? Ja. Großen Feuerball! Das ist das Coole. Ja, ich hab das Coole. Das heißt, drunter und drüber, da gibt's drei Stufen von Ja und Nein. Da gibt's Ja und Ja. Und da gibt's Nee, Nee und Nee. Könnte man viel besser wählen. Geh wieder AFK. Ihr habt alle keine Ahnung von diesem Brettspiel. Bei denen geht's nämlich drunter und drüber und das sage ich nicht, weil das Ding so heißt. Wieso dann? Passt ja alles, oder? Ja. Weg. David, ich bin gespannt. Dann Markus, darf nichts sagen. Darf ich nur sagen, ob er gespannt ist? Ja, aber dadurch kann man jetzt so auf jeden Fall. Tiger, wie darf das sagen, sowas? Ja, aber Markus nicht. Dadurch kann man davon ausgehen, dass er immer David die Wahl hatte. Nur weil er weiß ist. Aber das hattest du immer. Ja, und? Weil ich ein Weißer. Ja, und? Durch die Aussage von Markus kann man jetzt davon ausgehen, dass du die Wahl hattest. Ja, ich hatte ja auch die Wahl. Das hätte ich ja jetzt auch gesagt. Ja, und ich habe ja trotzdem die Wahl, ob er es sagt oder nicht. Das ändert nichts am Ausgang der Situation. Natürlich! Wie denn? Stell dir mal vor, du hättest erst eine Rote gelegt. Wenn du keine Wahl gehabt, wenn du eine Rote gelegt hättest, dann hätte er gesagt, doch, ich hab dir die Wahl gelassen. Zack, neue Diskussionslage. Ja. Aber, als ob ihr alle so klug seid. Übrigens, beim nächsten, der jetzt dran kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der drei Rote hat, sehr hoch. Dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass ich der Präsident bleibe, denn, ich bin ja eh schon in der Scheiße drin von durch Marco und Michael. Es ist mir scheißegal, wenn ich drei Rote bekomme. Ich bin ziemlich sicher liberal. Achso. Ich kann das nicht liberal, aber ich mich darf leider nicht. Du wieder Faschung. Nicht, wenn Raphael. Moment, wir sind auf jeden Fall nicht im selben Team, oder? Na, Moment, ja, wieso willst du jetzt mich wählen? Erstmal drei Rote. Weil er mich in die Scheiße gewählt hat. Ja, und jetzt? Ja, toll. Wieso willst du denn dann wählen? Ich meine, wähl mich halt, wenn du willst, aber what the fuck? Nee, will ich nicht. Das ist doch voll hirnrissig. Der hat dich mich verarschen? Gewählt. Ich hab nichts davon gesagt, dass ich ihn wählen will. Ich bin da hingegangen, hab gefragt, wir sind doch nicht im selben Team, oder? Ich hab nichts davon gesagt, dass ich ihn wählen will. Du willst ihn zu wählen, oder? Nein! Ah, nein, okay. Ich will ihn nicht wählen. Konstis, ich will Konsti haben. Wenn du liberal bist? Ganz schon. Passt. Ja, da glaubt man ja, obwohl ich wegen zwei blauen verantwortlich bin. Ich glaub das, obwohl ich abkann. Siehst du? Einer mit Köpfchen. Markus, warum bist du nicht dafür? Er ist immer für Nein. Der Markus ist so die letzten Male schon für Nein gegangen, ne? Außer wie ich gewählt wurde, weil da hat er mich aufgestellt.
Ja, das verstehen. Er lebt dieses Spiel. Ja, ich möchte einfach nur eine Erklärung von dir haben, warum du immer. Ja, ich glaube, dass du und der Gruffin verschissen seid. Ich bin mir nicht sicher, aber es ist eh wohl schon alle anderen Jahre. Warte, wenn du glaubst, sie ist verschissen, warum hast du mich dann? Nein? Nein, Markus hat nicht mitbekommen, dass nicht Dark Ruffin gewählt wird. Ja, das habe ich mitbekommen, ja. Das ist das Problem dabei. Es ist trotzdem vollkommen egal. Alter, fuck you. Hä? Konzi! Ja, der andere war eh noch nicht da. Der chill mal. Bei der Deine Basis. Du bewegst bei mir aber auch deine Maus nicht, wenn du Karten nimmst. Deswegen gehe ich davon aus, dass du 24/7 AFK bist. Also wenn ich die Karten hole, bewege ich meine Maus meistens schon. Ja, hat mir zwei Rote angedreht. Ist zugetroffen, was Ben gesagt hat. Ja, warte. Ah, ja, stimmt, sorry. Du kannst sagen, wer Präsident ist. Ja, sorry. Ich kann das nur nicht schaffen. Das ist, wenn ich trotzdem will, dass Ben Präsident wird. Ja, dann wird Ben halt Präsident. Wir haben dann zwei Runden hintereinander? Nee. Oder? Ja, oder? Keine Ahnung. Letztes Mal haben wir es so gemacht, dass es zwei Runden hintereinander geht. Ab jetzt müssen wir aber, wie gesagt, wieder aufpassen, weil jetzt kann Hitler wieder Kanzler. Also, ja. Tobi, du meintest ja, du bist auf jeden Fall liberal, oder? Ja. Und du bist nur Präsident, weil du wirst nicht Kanzler. Ich bin nicht mehr liberal. Ja, deshalb wirst du schon mal nicht Kanzler. Also okay. Wähle weise. Finde ich gut, dann muss ich die Entscheidung nicht treffen. Ja, nice! Viel Spaß, Tobi. Tobi, nimm nicht den Ben, weil wenn er wirklich nochmal Hitler ist und wir ihn nochmal so gewinnen lassen, sind wir das echt. Bedeutet, zur Auswahl stehen jetzt noch Konsti, Michael und ich. Ganesha nicht. Das Problem ist einfach, bei David weiß ich, dass er liberal ist, aber den können wir jetzt nicht zum Kanzler wählen. Ja, das ist das Problem. Aber wir auf jeden Fall nicht Ganesha. Alles klar, kann ich mitleben. Achso. Ruffy, Hardro Gamer und. Wenn Tobi der Liberalste ist, weil ihn als Präsident nee, dumme Idee. Markus kann nicht gewählt werden. Der war. Das verstehe ich auch gerade nicht, aber hey. Wenn Benny hat das immer so gut funktioniert, oder? Es hat wundervoll funktioniert. Was ist, wenn ich jetzt einfach irgendeinen nehme, der sowieso Nein sagen und. Was wird das bringen? Ist der Ben-Präsident? Ja, da können wir den Tobi nehmen als Kanzler. Ja. Nee. Dann ja, gehen wir wollen ihn aber nicht als Kanzler. Oder? Warum wollen wir mit mich nicht als Kanzler? Naja, wenn die Wahl nicht dann zustande kriegt TKW. Kommt. Warte, warst du gerade Kanzler, Tobi? Nö. Es geht dann nächste Runde weiter, wenn das jetzt fertig ist. Dann bin ich grad, Previous Elected President und Konsti kann auch nicht gewählt werden. Ja, aber wenn, und Ben hat Präsident und könnte dann den Tobi nehmen. Ja, aber wieso denn Tobi? Tobi hat bisher am liberalsten gespielt. Und ja, eben. Ja, drum soll er deshalb kann er am wahrscheinlichsten Hitler sein. Da bin ich immer noch. Bei okay, Hitler spielt liberal. Will ich eigentlich umbringen, so ungefähr. Ja, wenn du ein Todeshelden bist, ja. Und vor allem müssen wir bedenken, dass der Präsident jetzt, falls eine Rote kommt, killen darf. Und deshalb ist es auch nochmal wichtig, dass Tobi das machen darf, wenn er auf jeden Fall liberal oder Hitler ist. Tobi, ich will auf jeden Fall, dass Tobi, wenn überhaupt, schießen darf. Weil die Gefahr läuft dann, wenn wir später einfach ja wählen. Weil irgendwann müssen wir ja wählen, dann laufen wir Gefahr, dass ein Pascho schießen darf. Genau. Dann sind wir nur noch 3 gegen 3. Jetzt die Sache halt, wenn ich wähle. Also auf jeden Fall nicht Ganesha. Warum nicht? Achso, weil ich ihm die Wahl gelassen hatte und er eine Rote gelegen hat. Ja, toll, natürlich. Ich würde aber sagen, klar, weil man noch Bullshit. Ich würde das nicht tun, würde, weil er meint, dass Hitler der Liberalste ist. What? Ich sag auch mal, What? Digga, wir behaupten doch immer, dass Hitler am liberalsten spielen muss. Ja, aber er spielt auf jeden Fall liberal. Ganesha ist auch gerade Fascho. Ja, laut dir. Das heißt und ja nichts. Dann ist ja egal, wer der Fascho ist. Also wenn er nicht Hitler ist, sondern nur Fascho. Weil dann kann ich, wenn er schießt. Genau, wenn er faschistisch spielt, ist er vielleicht nur Fascho. Ich meine, von mir ist nicht mehr nicht erschossen werden. Du bist sowieso erschossen. Du musst auf jeden Fall irgendjemanden nehmen. Soll ich jetzt einen TKW nehmen? Nee. Nein, ich will nicht gewählt werden. Wen dann? Konsti oder Michael, wähl dir einen aus. Was mit Ben? Haben wir den nicht schon rausgelassen? Weiß ich nicht, warum? Ja, ich bin Hitler. Warum? Weil er die letzten zwei Male Hitler war. Weil er die letzte Zeit. Ich sag's euch nur mal. Markus, was denkst du, du solltest Tobi machen? Du hast noch gar nicht gesagt, die Runde eigentlich. Ich hab nur gesagt, dass du nicht wählen werden sollst, weil sonst verlieren wir nochmal die gleiche Weise wie die letzten zwei Spieler. Ja, okay, wen würdest du dann wählen?
Ich würde den Konsti nehmen. Passt, dann nehme ich nicht den Konsti. Ich will überhaupt nicht mehr sagen. Ben, wen würdest du denn nehmen? Der Markus will mir das andrehen, weil er... Also ich würde auch, ich wäre auch für Konsti. 100%. Michael, dann dürftest du aber nicht für den Konsti sein, oder? Wie, für den Konsti? Weil Ganesha ist auch für Konsti. Nee, bei dem Konsti weiß ich es, ehrlich gesagt, nicht, weil... Also Ganesha ist für Konsti. Okay. Weiß ich aber auch nicht, warum. Ich bin auf jeden Fall nicht für Ganesha und wenn er jetzt sagt, dass er Konsti wählen will, dann... Ja... Weil Konsti auch liberal ist. Und ich bin auch liberal und ich weiß, dass Michael Fascho ist. Er will mich da schon wieder nur reinreiten. Weil alle meinen, er ist Fascho und er bin auch liberal und jetzt will er mich auch... So ich hab echt voll in seinem Team. Ich sag gar nichts mehr, mach halt, was du willst, Tobi. Ich wär für Ben. Also, von Benny weiß man wieder nichts. Also entweder ist wieder. Ich wär tatsächlich für Ben. Ein Runden aus oder es geht weiter. 50-50. Ich bin auch für Ben. Warum? Weil er. Nein, da. Warum? Einfach weil er bis jetzt noch gar nichts gemacht hat. Aber das hat er bei ein paar Runden gehabt. Ja, das hat er. Ja, weil ihn jemand drangenommen hat. Ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall weder für einen Ganesha noch für einen Konsti, weil der Ganesha dafür ist, dass der Konsti gewählt ist. Und das, ja, dann ist doch Ben in Ordnung. Siehst du genau darauf, wollte der TKW hinaus. Hä? Was ein Quatsch. Wieso sollte ich denn wollen, dass Michael jetzt hier Kanzler wird? Weil ihn alle anschuldigen. Ich bin dafür, dass er Ben wählt, aber ich weiß nicht warum genau. Von den vier Leuten ist mir der Ben am liebsten. Das ist ja so gegen mich. Ja, das ist mein Lieblingsband. Ich muss jetzt schon lachen. Ich glaube nicht, dass er Hitler ist. Ich glaube es ehrlich gesagt wirklich nicht. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass er ein drittes Mal Hitler ist. Nein, das war schon Wahrscheinlichkeit, nehme ich nicht in den Mund. Aber ich denke, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? Ein Siebtel. Sehr gering. 42, Benny. 42. Ja. Nicht 34. Nein, 42. Also ich finde, Tobi sollte sich jetzt auf jeden Fall mal entscheiden. Aha! Also wie lange Ben? Ich bin immer noch für Ben. Ja, nehme ich einen Ben. Gut. Hack, Mann. Kann ich mit leben. Weiß Blit. Nicht. Oh, ich will nicht, dass es jetzt schon Game Over ist, weil dann haben wir drei kurze Partien. Du musst leben. Aber ihr habt eh schon alle gelegt, von daher ist es auch egal, was ich nehme. Benny, leg's raus. Bist du Hitler? Nein. Verdammt! Oh, was ein Glück. Okay. Markus, hast du gerade verdammt gesagt? Das wäre echt lustig. Nein, warum ist die Karte wieder zurückgegangen? Das erinnert mich irgendwie voll an ein Far Cry Zitat. Weißt du eigentlich, was Wahnsinn ist? Das bringt nichts. Deine Karte ist wieder zurückgesprungen. Das wäre egal, ob er verdammt gesagt hat, der Markus. Nein, ja, ist es nicht. Doch. Natürlich ist es egal. Ja, weil er es weiß, meinst du? Ja. Also wissen müsste als Fascho. Ja. Ich hab ja auch gesagt, vielleicht hat er auch verdammt gesagt, weil es nicht Konsti geworden ist. Wieso? Ja, ist ja gut. Aber wenn natürlich, wenn die alle für mich sind, dann kann sich ja irgendwann nicht mehr ausgehen, dass es. Oh, ich hatte eine rote. Ich hatte zwei rote. Okay, da ist jetzt das nächste Problem. Wen erschießt man denn? Wieso, das wolltest du doch auch, oder? Das erschießt da, weil er liberal ist, Digga. Ja, aber trotzdem, es geht jetzt darum, wer darf schießen. Quatsch, wer wird erschossen? Ja, TKW, tschüss, nicht? Hey! Es ist ja wohl nicht klar, ob das Michael oder ich ist und deshalb macht es keinen Sinn. Ich würde trotzdem deshalb auch nicht vorschlagen, dass wir Michael erschießen, weil... Achso, hat er schon. Bei Ganesha haben wir einen Safe-Pick. Ja, wundervoll, danke. Da schon. Bin ich dagegen? Jetzt ist halt die Frage, wer kommt denn alles als Fascho in Frage? Alle außer Benny. Ja, stimmt. Der Ben kommt auch als Fascho schon. Ja, als Fascho schon. Nur als Hitler nicht, deswegen am naja. Darf ich mal meine Meinung sagen? Nee. Ja, okay. Jeder darf hier seine Meinung sagen. Ich glaube, den Ben erschießen bringt, weil dann kann man Hitler gar nicht treffen. Ja, also, wenn man davon ausgeht, dass man Hitler treffen will, dann darf man Ben auf keinen Fall erschießen. Richtig. Wenn man aber davon ausgeht, dass man einen Fascho erschießen will, dann kann Ben schon abgeschossen werden. Es ist schön, dass alle den Benny aussprechen lässt. Ja, entschuldige. Du willst deine Meinung sagen. Also ich finde, der Markus ist liberal. Also den will ich überhaupt nicht erschießen. Bei Konsti bin ich mir überhaupt nicht sicher. Bei David glaube ich ehrlich gesagt doch, dass er liberal ist und den Rest weiß ich nicht. Also wenn du glaubst, dass ich liberal bin,
Ben, wenn du glaubst, dass ich liberal bin, oder? Ben, ich find's super, du gegen müsstest mich? Du Michael vertrauen, oder? Wieso müsst ihr da mir vertrauen? Weil du gesagt hast, ich bin nicht positiv. Ich bin ja, positiv. Du bist HIV positiv. Nein, bitte nicht. Ich bin ziemlich positiv. Also ich finde es auch sehr wahrscheinlich, dass David liberal ist, denn er geht's mir doch alle weg hier. Oh, Alter. Ich darf jetzt wohl auch was sagen, weil Michael hat ihn geproved und das wäre, also es kann natürlich sein, dass die beiden zusammen Fascho sind, aber es kann auch sein, dass es, selbst wenn Michael Fascho ist, dann würde es für ihn keinen Sinn machen. Dann würde es für ihn keinen Sinn machen, David zu behaupten, dass er Fascho ist. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass es wirklich stimmt, dass er liberal ist und dass Michael auf der Karte liberal gesehen hat und was dann gesagt hat. Das spricht jetzt auf jeden Fall für Dörr. Ja, eben. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ich habe zwar Party-Membership liberal, aber ich bin eigentlich Faschist. Ah ja, sehr interessant. Ich bin innerlich immer ein Rechter. Ich blute. Das bedeutet, es ist auf jeden Fall David liberal. Also und übrigens, wenn ich... Also ja, also nicht auf keinen Fall schießen, ja. Also ja, das wollte der Genetische damit sagen. Das wollte der Genetische damit sagen. Ich konnte das nicht anders über meine Lippen bringen, weil ich nicht David verteidigen will. Ja, ich vertraue David. Weil du Fascho bist. Nein, weil du David Michael bist. Michael ist Fascho. Michael ja, halt deine Schnabel. Also ich bin mir, ich weiß nicht, bei Genetische, ich weiß nicht. Ich will jetzt nicht grundlos auf ihn einprügeln, aber er ist mir irgendwie suspekt. Dann würdest du aber Michael vertrauen. Problem, dass er immer gleich spielt und wo er zwei Runden lang na die guten, oder? Nein, aber einmal liberal. Aber ich fand in der ersten zur zweiten Runde war sein Verhalten einfach gleich. Also ja, er spielt ab und zu, also er spielt gut. Bis auf das eine Mal, wo er gesagt hat, hey, Ben ist es sicher nicht, die Wahrscheinlichkeit ist ganz niedrig. Ben war Hitler! Okay, es ist sehr unwahrscheinlich. Also dich, oder? Nein! Also das Ding ist ja, er muss jemanden erschießen. Er muss jemanden erschießen. Schau, mach was schneller. Also David nicht, da sind sicher die meisten. Gott, dann bist du. Bleib nicht die Antwort übrig. Jo, wir spielen jetzt russisches Roulette. Markus würde ich auch. Außer sich selbst. Markus würde ich auch vertrauen. Markus, hat er schon was gemacht? Ich bin mir auch nur ein Gefühl gewesen. Ich habe irgendwem Kanzler gegeben und ich habe aussuchen lassen. Ich weiß nicht mehr, wie. Ben würde ich tatsächlich diese Runde auch sagen, dass er liberal ist. Das Problem ist, je mehr ich jetzt sage, dass ich glaube, dass sie liberal sind, desto. Weniger bleiben übrig. Gut, ja, und ich bin immer noch da drin, das stört mich gerade. Ich will nicht erschossen werden. Das ist mir eben noch unklar. Weil also du vorher noch gehabt, dass ich liberal bin. Ich glaub halt auch nicht, dass du Fascho bist, meine Fresse, ey. Weil Tobi, warst du dir auch sicher, dass er liberal ist? Ich glaub, ich bin Fascho. Gibt's da einen Fascho in dem Spiel oder was? Ja, richtig. Dark Ruffian könnte natürlich Hitler sein. Und zwei Faschos. Das stimmt, aber dann wär's ja dumm von mir, dass ich bei Ganesha sage, dass er eine blaue weggelegt hat, um die rote zu legen. Ja, du hättest. Das hat er gemacht. Du hättest natürlich Risky spielen können und dich so. Die wissen ja. Also, das Ding ist, es muss ja nicht stimmen, was ich sage. Wenn das bedeutet, Markus kann immer noch genauso gut sein. Ja, genau. Ich hätte ja gesehen, dass er die rote legt. Ja, dann hätte er ja gewusst, dass er packen muss. Ja, TGW hätte zum anzeigen können und damit, weil er ja. Ja, klar. Ja, stimmt schon. Hat sich. Also. Also such nicht Ben aus, Tobi, alle außer David. Und Ben würde ich tatsächlich auch ausschließen. Also wenn du einen Fake-Pick wirst, nimm Ganesha. Ja, Ben würde ich auch nicht nehmen, weil damit kannst du Hitler nicht töten. Ja, genau. Michael, pst. Das ist Schwachsinn. Was? Ich kann dir nur erzählen, dass ich liberal bin. Nein, tust du nicht, ich will nicht. Bus. Ich bin auch viel zu... Jo. Ja. Nein, ich bin nicht Hitler. Okay, aber wir haben jetzt nur noch zwei Faschos hier. Das ist das Gute. Aus Sicht von Dark Ruffian haben wir nur noch zwei, also einen Fascho und Hitler. Achso, ja, Hitler ist auch. Weil Ganesha war Fascho.
Er hat die blaue weggelegt. Ja, aus deiner Sicht. Ich hab's ihm gegeben. Ja, Junge, ich vertraue dir nicht. Ich guck. Wieso? Egal, geh weiter. Du bist Präsident, ja. David. Wer ist denn jetzt? Warte, ist nicht der Ben. Das ist nicht der Ben, weil es war ja die Spezialauswahl von Tega, wie das der Lobby war. Ja, es Tega, war, war das die Spezialauswahl? Ja. Spezialauswahl, was du tun so, okay, ja, der Ben ist jetzt. Ja, aber Ben Pül, ist jetzt. Der Chancellor kann trotzdem. Der Pülwissel-Leck, der Chancellor kann trotzdem mit Ben. Warte mal, das heißt aber, die Karte geht nicht weiter. Wir waren gerade so. Dann. Es war aber trotzdem, wir waren einmal. Markus und ich waren einmal. Davor, bevor meine weitere Wahl kam, da war ich Kanzler. Und Markus war Präsident. Das heißt, das Kanzlerding kriegt Na, aber ich war ja gerade. Ich hab's ja gerade den Domi weitergegeben. Ja, aber eben. Der kriegt das war auch sowas. Achso, okay. Also ist jetzt. Wo ist denn der Präsident? Ben, du müsstest noch aus deinem Ding das rausholen. Bewegst mal kurz raus. Okay. Und den Kanzler musst du auswählen. Ja, und du Kanzler könntest ist, mich theoretisch wieder als Kanzler wählen. Nein, ich nehme es den David. Okay. Entweder für oder dagegen? Bitte. Ich wurde mehrmals als liberal abgestempelt. Abgestempelt? Nee, ja, ist ja negativ. Er ist liberal. Sieht man sehr gut. Und? Also ich bin nicht Hitler. Okay. Dann nimm dir dein Ding. Ja. Er ist auch nicht Fascho. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er auch nicht Fascho ist. Ich weiß nicht warum. Irgendwer muss doch. Langsam wird's brenzlig, Leute. Wenn du musst die Karten ziehen, oder hast du schon? Ben, ich hab schon eine Karte. Zwei Karten. Okay. Aus dem. Zwei Karten. Warte mal. So, also aus dem Ausschlussverfahren, natürlich wieder aus meiner Sicht gesehen, wenn Ben confirmed ist, Bobby jetzt confirmed ist und halt David ist für mich sowieso confirmed, dann sind es aus meiner Sicht natürlich Tivarion und Markus. Ich hatte drei rote. Das kann ich nicht bestätigen, aber ich hatte zwei rote. Also insofern. Ja, das ist was passiert ist. Jetzt, was Ben darf jetzt jemanden erschießen. Ich will Ben den Markus jemanden erschießen. Der muss. Warte. Du musst erschießen. Der steht da, Veto Power ist unlocked. Das heißt, ihr dürft euch. Der dürft genau. Seine Gegen. Jetzt gibt's Veto. Ja, aber nur bei der Wahl, oder? Genau, nur bei der Wahl. Achso. Ja, nicht beim Schießen. Veto-Recht funktioniert so: Wenn Präsident drei rote Karten zieht und dann halt dem Kanzler zwei rote Karten gibt, aber der Kanzler keine dieser beiden roten Karten legen will, kann er Veto sagen. Wenn der Präsident auch sagt, ja, okay, ist Veto, sind zwei rote Karten, ist halt Pech, dann wird neu gemischt. Und dann muss halt die Karte. Die aber der wenn der Präsident sagt, nein, kein Veto, dann muss eine rote Karte. Genau, gelegt, dann also muss eine gelegt werden. Genau. Weil ist der Präsident das voll OP, oder? Ja. Ja, sofern er. Es ist jetzt halt so die letzte Chance für die Liberalen, damit nicht in der nächsten Runde Schluss ist, sondern die Liberalen sich gegenseitig zuspielen können. Nee, machen wir mal Veto. Ja, weil aber wir angenommen, jetzt rein theoretisch nicht mit dem Spiel zu, sondern wir erschießen irgendwen von. Der nicht Tobi ist jetzt zum Beispiel, oder von. Ja, egal, sagen wir mal nicht Tobi, dann wird er Präsident und ist der letzte, aber ist Hitler und der andere Fasche ist tot. Ja? Also. Angenommen, TKW war Fascho. Dann ist nur noch ein Fascho da. Aber wenn er dann drei rote Karten zieht, zwei weitergibt, dann wer auch immer Kanzler ist, und dann sagt, nein, kein Veto, hat er ja trotzdem gewonnen alleine, oder? Ja. Wenn der Kanzler kein Veto beantragt, wird kein Veto gemacht. Nein, aber der Präsident kann sich ja dagegen aussprechen, gegen das Veto, oder? Ja, das Veto muss vom Kanzler kommen, nicht vom Präsidenten. Ja, aber der Präsident hat dann noch ein Ja-Nein. Ja genau, der Präsident kann dann immer noch sagen, nee, wir machen jetzt kein Veto, du musst jetzt eine Route legen. Okay. Ich sehe schon, ja. Was machst du damit? Oh, scheiße. Was? Ben, du musst schießen. Ben, du musst schießen. Du musst schießen, Ben. Das gilt erst in die nächsten Runden. Lass mich mal was. Nein. Der braucht erstmal was. Erstmal Alkohol und dann wird hier russisch Roulette ausgepackt. Erstmal Tee. Also. Ich sag mal, es gibt zwei, die werde ich erschießen. Also mit zwei denke ich. Mit einer Kugel. Er würde erschießen. Ich sag erstmal, welche ich nicht erschießen werde. Das ist der Tobi, der David und der Ruffy. Ich würde mich auch nicht wirklich liberal. Ja, ich würde auch entweder Kosti oder Markus. Ja. Was hat Kosti gemacht? Ich wäre auch für Markus, weil. Ich wäre eigentlich nicht für Kosti. Einfach weil du nicht. Ich wäre eigentlich nicht für Kosti, weil ich mir denke, dass er liberal ist. Aber ich bin auch liberal. Also sogar Markus sagt, ich bin liberal, obwohl die Wahl auf uns zwei fällt. Markus, was bist du, also was hast du gemacht in dem Spiel?
Ich war einmal Präsident und habe dem anderen eine rote und eine blaue gegeben und der hat dann eine blaue gegeben. Ich weiß nicht mehr, wer. Ich glaube, das war sogar der Tobi. War der Tobi, glaube ich. Entweder Moment, Tobi, aber, hey, halt, stopp, ich habe nochmal was. Was machen wir, wenn wir jetzt doch nicht mehr. Wenn Tobi jetzt keinen Fascho abgeschossen hat, sondern einen Liberalen? Ja, dann. Warte mal. Dann sind wir gefickt. Dann haben wir echt ein Problem. Was ist, wenn Dark Ruffian. Nee, warte mal, David, dann sind wir Liberale nämlich immer noch in der Überzahl, weil dann sind wir immer noch drei Liberale gegen zwei Faschos. Dann nee, können wir immer noch alle Hitler fallen, aber Hitler ist auch. Ja, Hitler ist auch noch, das wäre blöd. Ist dann 3-3. Genau. Nein, 3-2. Genau. Ja, 3-2. Wenn jetzt nein, angenommen, wenn ihr, nein, wenn es gibt doch vier Liberale und wenn vier Liberale jetzt ja, aber wenn TGW und ich zum Beispiel Markus tot schießt, dann gibt es nur noch zwei Liberale und drei Faschos. Ja, aber wir ja, reden jetzt schon, nicht von jetzt, aber wir reden von bisher. Ja, was Markus ist, wenn Ganesha tatsächlich liberal war und Dark Ruffian das so aufgezogen hat, dass er mich auf seine Seite gezogen hat und selbst also auf der Faschistenseite ist? Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob er Hitler ist. Ich weiß es nicht. Das ist das Teil an diesem Spiel, weil genau sowas immer in Frage kommt. Aber ich kann dir halt wirklich sagen, ich habe ihm eine rote und eine blaue gegeben, weil ich hatte zwei blaue und eine rote gezogen, habe eine blaue weggelegt, um ihm die Wahl zu lassen, und er hat die rote gelegt. Ja. Und dann habe ich halt gewusst, er ist Fascho, also will ich seine Karte schon nicht sehen, also wollte ich David seine sehen und habe gesehen, er ist liberal und habe halt auch gesagt, dass er liberal ist. Mehr als das kann ich jetzt halt auch nicht beweisen. Der liberalste Hitler, den ich je gesehen habe. Weißt du, was der Grund ist, warum ich dir nicht ganz vertraut, Dark Ruffian? Nämlich, du hast mich, wie wir das letzte Mal gespielt haben, ich weiß nicht, das ist schon zwei Wochen her oder so, hast du mich einmal so verarscht, ja, und seitdem bin ich da gebrannt. Ja, Mann. Wow. Also, Flash. Er hat jetzt noch Flashbacks. Ja, das also, heißt ja, Vietnam-Flashbacks von seinem traumatisches Ereignis. Wow. In der Nacht wacht immer auf. Im Schweiß gebadet. Ja, also, oh mein Gott. Ja, das bedeutet doch nur, dass er Leute verarschen kann. Ja, also, ja, danke. Das heißt, es könnte da tatsächlich sein, dass er jetzt wieder jemanden unter andere mich verarscht. Das denke ich nicht, also, denk ich wirklich auch, vor allem, wenn der TGW jetzt, sagen wir mal, liberaler war, dann ist der Dark Ruffian sich wahrscheinlich, dass er halt Fascho ist. Ja, das könnte der Ausgleich, das Stärkere. Ja. Aber dann erschießt Dark Ruffian, oder was? Dann soll Dark Ruffian erschießen, oder was? Wieso? Naja, das finde ich. Also, ich vertraue Ruffy, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube noch immer, dass auch wenn man bei TGW keine starken Veränderungen bei seinem Verhalten ist, aber ich glaube trotzdem, dass also, TGW ja, natürlich könnte ich sein, aber ich bin es nicht. Mehr kann ich dir aber auch nicht sagen, ob du mir jetzt glaubst, liegt an dir. Ich kann dir nicht mehr beweisen, dass du mir vertrauen sollst. Und wenn du mich umbringst, dann sind wir jetzt halt zwar immer noch 3 gegen 2 Liberale, aber das ist trotzdem eine falsche Entscheidung. Weil dann, wenn jetzt er entweder Konsti oder Markus tötet, dann ist es zwar immer noch 50-50, ob einer von denen Hitler ist. Und wenn er einen Fascho von uns tötet, dann kann es halt bloß jetzt 2 Liberale tot sind. Ja. Aus seiner Sicht zwar nicht, aber ja. Ja genau, aus meiner Sicht halt nicht, aber ich weiß, was du meinst. Also, ich sag das so, ich finde, Konsti hat viel zu viel in die Richtung von liberal gespielt, als dass er nicht, dass ich finde, dass er nicht liberal ist. Also erschieße ich Markus. Okay. Okay. Was, Markus, bist du jetzt da? Oh nein. Okay, dann ist es Konsti. Nein, ich bin nicht Hitler, ich bin liberal. Ach so. Ja, dann müssen wir jetzt eigentlich nur dafür sorgen, dass Konsti niemals gewählt wird. So, Moment, also es kann warum? Theoretisch müssen wir dafür sorgen, dass Konsti und Ruffy niemals gewählt werden. Wenn du mir nicht traust, dann wähle ich halt niemals zum Kanzler. Ist mir halt egal, aber ich bin liberal und ich glaube wirklich daran, dass wir jetzt 4 Liberale gegen Hitler sind. Gut, aber die Sache ist, er muss jetzt wen von uns zwei nehmen. Angenommen, wir wollen das nicht riskieren und sagen alle nein. Dann wird Präsident der David und kann den Tobi nehmen, statt uns zwei. Die Sache ist halt, genauso gut könnte Tobi jetzt auch noch Fascho sein. Nein, oder Hitler. Nicht. Weil er ist noch nicht confirmed. Also ich glaube, ja, er hat gesagt, aber die beiden davon. Confirmed, also die noch David leben, ist schlechtes Beispiel. Sind ja, halt nicht wählbar. Wenn die Wahl nicht zustande kommt, ja, dann bleiben die Dinger liegen, oder? Ja. Ja, genau. Das heißt, wir können niemanden wählen, der confirmed ist. Ja, genau, wir können weder Ben noch David jetzt wählen. Aber wir können nicht auf die Random-Ding spielen, weil die Chance auf ein Rotes ist doch viel höher, oder? Ja. Ja, genau. Nein, genau. Warum? Also, das heißt, es sind ja zwei Faschos tot jetzt, oder? Wenn ihr dem Tobi mehr vertraut, müssen wir jetzt Nein wählen. Ja, dann wählen wir jetzt Nein. Tobi, ich weiß, es ist...
Ja, genau. Also wollt ihr vertrauen jetzt, wir den Tobi mehr? Wollt ihr jetzt wirklich die Random-Karte legen lassen? Nein, auf keinen Fall. Ja, bei wem wollt ihr dann Nein wählen? Weil wenn Nein gewählt wird, dann bleibt David immer noch zuletzt Kanzler und ja, dann bleibt aber immer noch zuletzt... Ja, dann wird David Präsident und kann dann den Tobi als Kanzler nehmen. Ah, stimmt. Ja. Alright, Ganesha, ja, nee. Mute dich einfach mal. Hast recht. Leg's aber, warte, halt, nicht anfassen. Leg's in der richtigen Richtung. Achso, ihr wollt's nur wissen. Das war ein E3. Ja, ja. Er ist eigentlich jetzt. Wir machen genau. Jetzt die Taktik von Konstantin. Wen soll ich jetzt dann wählen, wir damit jetzt mal ein Nein? Ist doch egal, wir wählen das alle ist, Nein. Du kannst nur Ruffy oder Micha, wenn wir eh alle Nein nehmen. Genau. Und wenn's mehr, wenn ihr mit zu viele Kittel erwischt und es sind noch mehr Faschisten da, dann ist es sowieso ich. Ich würde mich zwar sau gerne confirmed jetzt als Liberal, aber ihr wählt eh alle Nein, wa? Ja. Ja, dachte ich ja schon. Okay. Ja, ja, der Präsident kriegt jetzt so David das Ding mit weiter. Bitte sehr, David, dann wählt jetzt Tobi. So, ich wähle jetzt Tobi, ne? Ja. Lass aber nur mit dem Kanzler, nicht mit dem Präsidenten. Ja, ja. Also, die Wahl, finde ich, ist eh ziemlich eindeutig. Und jetzt? Ja. Rollins. Und? Bist du Hitler? Ah, nein. Okay. Okay, sehr gut. Ich sage so halt wirklich, so es ist Konsti. Ich bin's nicht. Ach so. Es ist Ausschlussverfahren. Moment, die Wahl ist... Du bist das! Du bist nur noch übrig. Die Wahl ist zustande gekommen. Ja, die Wahl ist zustande gekommen. Tobi ist jetzt... Oh Gott, Hilfe. Oh nein. Ihr könnt wehtun, ihr seid... Wenn ihr beide liberal seid, könnt ihr wehtun. Wer kann wehtun? Ihr. Kanzler kann wehtun. Ja, ich muss... Wenn Tobi zwei rote kriegt... Kann da wehtun und du musst dann ja sagen. Jetzt ist halt die Frage, ist Tobi Fascho? Weil das wäre jetzt auch geil. Das wäre echt geil. Nein, wäre eigentlich nicht geil. Eigentlich wäre das nicht geil. Nee, nee, nicht geil. Das wäre einfach gut geil, weil ich hätte jetzt Tobi echt von ganzem Herzen vertraut. Ja, GG. Ja, dann will ich euch mal nicht enttäuschen, oder? Ja. Auf geht's, Tobi. Auf geht's. Leute, ihr kennt's mich. Man hätte jetzt, dass ich das nicht schaffe. Okay, warte, die Wahl. Jetzt rot perfekt. Ja. So intens. Oh mein Gott. So, das Ding geht weiter. Ja, ja, wir können jetzt die Wahl. David, hast du gehabt für Karten? Doch, wir können jetzt eigentlich die Wahl zustande kommen. Ich habe zwei rote und eine blaue gehabt, habe eine rote abgelegt und eine blaue und eine rote im Game. Okay. Ja, ich nehme jetzt sowieso den Ben. Das ist genau. Eh logisch. Jetzt können wir ja eigentlich die Wahl zustande kommen lassen, weil Ben gewählt hat. Ja. Ja, aber halt, stopp! Der Fasche. Ah ja, stimmt, ich kann's ja nicht werden. Ja, passt. Genau. Du kannst es. Und er ist Präsident. Ja, ja. Er ist auf jeden Fall mal nicht Hitler, was dann mit Veto und bla bla bla. Ja, ja. Okay. Also klicken wir jetzt ja. Ja, ja. Klick mal. Ich klicke. Ja, da klicke ich mal da. Bam, bam. Bam, bam, bam. Der Moment, oh mein Gott. Psst, du bist tot. Du hältst deinen Schnauze. Ich hab dir Headshot geben, du bist leise. Dumpy. Also im echten Leben muss man nicht immer Headshots geben, um Leitung zu bringen. Das wäre auch so, wenn man sagt. Easy. Er war Fascho! Echt jetzt? Du warst Fascho? Ja, Alter! Ich hab echt gedacht. Nein, ich hab's nicht! Ich hab gedacht, Markus wäre der andere Fascho. Ich hab eine blaue bekommen. Ey Leute, fällt euch was auf? Ja, Der scheiß Hitler hat mich als Fascho confirmed. Ich muss das eben erklären. Als ich am Anfang des Spiels gesehen habe, okay, ich bin Hitler, da hab ich die Karte umgedreht, geblindfoldert und gesagt, okay, du tust jetzt so, als wärst du liberal. Und dann habe ich halt Ganesha die Karten gegeben, habe ganz vergessen, dass ich Hitler bin, weil ich in meinem Kopf liberal war und gesehen, warte mal, ich habe denen doch eine blaue gegeben. Wieso legt ihr jetzt eine rote? Alter, Ganesha ist Fascho. Und dann habe ich die Karte umgedreht. Fuck, warte mal. Ich bin Hitler. Ich habe mir nur gedacht, was macht der Typ für ein Scheiß? Das ist voll die neue Taktik, die ich fahre. Aber im Endeffekt war es eh gut, weil jetzt am Ende ist egal gewesen, was passiert. David und Tobi konnten nicht mehr gewählt werden. Konsti musste Michael oder Ben nehmen. Das bedeutet, entweder hätte er Hitler genommen oder er nimmt halt Ben, der auf jeden Fall eine Rote liegt. Das gewesen, dass ich zwei blaue habe, die ich weitergegeben habe. Ja, genau, deswegen. Ja, das war aber. Deswegen habe ich auch David gefragt, was er gezogen hat. Wir hätten die Wahlen nicht zustande kommen lassen können. Ja. Ja. Dann wäre halt ich Präsident geworden und dann halt wieder und wieder und so weiter. Ja, aber wen hättest du dann genommen? Wen ich genommen hätte? Irgendeinen, ich hätte einfach Veto nicht zustande kommen lassen.
Ja, du hast gar keine Ahnung gehabt, dass ich Fasche war. Nee, ohne Scheiße. Ich hab echt gedacht, Ganesha war der eine confirmed und Markus dann halt der andere. Okay. Okay. Ja, GG. Wie hat es sich so angefühlt, als wenn dann Markus gekillt hat? Ja, sehr befriedigend. Oh, das war eine voll gute Runde, ey. Die war richtig spannend, ja. Die war echt spannend. Also, dass du im gleichen Team warst, das hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Und ich hab doch gesagt, ich bin liberal, wieso glaubt man nicht? Und ich wollte am Ende dann nicht mehr sonderlich viel dagegen sprechen, weil ich Michael noch so, ey, so liberal wie möglich. Ich eigentlich widersprechen sollen, wie so. Ja, aber irgendwie. Du hast nämlich gesagt, ja, okay, dann bin ich halt Fascho. Aber er ist nicht Fascho, ihr müsst ihm glauben. Naja. Okay, gut. Ja, aber die Runde war echt bisher am besten heute. Na komm, ja, Markus, hat Spaß gemacht. Ich hab sie genug Leute. Und ich muss wirklich sagen, von all den Runden, die wir Secret Hitler bis jetzt gespielt haben. Dann gibt's noch einen Fascho, oder? Wir brauchen 7 Leute. Ja, wir brauchen 7 Leute. Komm, du bist der Tobi noch da. Eine Runde. Nein. Auf jeden Fall, ich sag mal hier in der Aufnahme. Das Lustige ist, in all den Runden, die wir Secret Hitler gespielt haben. Boah, ihr Wichser. Hä, was willst du noch sagen?